Ich habe das Mikro ja noch gar nicht aus. Ha! Mann! Ich denke die ganze Zeit, ja, ihr habt doch alles stumm, es läuft jetzt erstmal nur die Musik. Muhahaha! Ja. Hallo? OBS? Ah. Holy Raccoon, ja. Jetzt sehe ich auch meinen Chat übrigens wieder. Der war aus irgendeinem Grund ausgeblendet. So. Und aus irgendeinem Grund meint OBS, dass gerade wieder das Internet scheiße sein soll. Jetzt ist es wieder gut. Ich glaube, das war nur wegen Minecraft gerade. Ja. Lang ist's her. Es geht mal wieder weiter. Und... Warte, warte. Pop. Ich hab mal wieder die Cam dran. Ja, also... Beachte den Hintergrund nicht. Unser Lager. So. Ja. Eine Webcam, eine Waschcam, eine Waschcam, Waschcam, Kuhncam. Wow, geil, Mann. Das muss ich umbenennen, die Kuhncam. Das muss ich gleich machen. Das muss anders heißen. Brechen. Ich will es umbenennen. Umbenennen. Kuhncam. Bam. So. Ich hoffe, die Lautstärke mit der Musik ist auch gut. Ich kann das auch noch lauter oder leiser machen. Ist tatsächlich diesmal nicht in Ingame-Musik, sondern ich habe die Playlist auf Spotify von Minecraft laufen. Weil Minecraft macht mir zu sporadisch nur die Lieder immer rein. Ja. Auf den Schock erstmal. Ja, wie es übrigens Tratze auch in ihrem letzten Stream ja hatte. Ich habe jetzt auch mal als Donation Goal unsere Hochzeit im Oktober mal reingestellt. Und habe mir dann gedacht, nachdem ich letztens im letzten, oder die Woche habe ich mal wieder alte Videos angeguckt. Einmal meine Habanero Action und dann die von Deathmig. Und dann dachte ich mir, was willst du denn jetzt von mir schon wieder? Geh doch weg. Dachte ich mir, komm, sollten wir es aus irgendeinem Grund schaffen, das Ziel zu erreichen in nächster Zeit, dann mache ich auch wieder eine Habanero im Stream. Das ist mir dann egal. Das muss. So, okay. Gibt es irgendwie sonst was anderes zu erzählen? Ja, ich warte mal. Warum ist denn die Kamera... Oh, Mauspad. Warum ist denn die Kamera hier? So. Und zwar habe ich mir letztes Mal gedacht, da ich wieder unter anderem in ein anderes Hobby oder in ein altes Hobby wieder einsteige, ohne jetzt groß Werbung zu machen, ich will wieder mit Warhammer anfangen, habe da auch schon ein paar Figuren, also nicht viele. Da war mal meine Überlegung, eventuell mal an einem Wochenende dann oder so, einfach mal tatsächlich einen Bau-Bastel-Mal-Stream zu machen. Weil... Nur die guten Kerlchen, die brauchen halt da andere Richtung, die Hand. Die brauchen halt auch noch Farbe und so. Und dass ich da entsprechend die Kamera dann drauf ausrichte. Und wir mehr oder minder halt so ein Erzähl- und... Bastelstream dann draus machen. Mal was ganz anderes einfach, aber falls da mal Interesse bestünde oder falls da jemand sagt, ja, warum nicht, würde ich das nämlich mal machen. Hallo, eieiei. Kohlensäure. So. Das brauchen wir nicht. Das. Das bleibt. Okay. Dann, ja. Würde ich mal sagen,
Switchen da mal um. Ich wollte gerade sagen, zeig mir jetzt bitte auch Minecraft an, ne? So. Also seit dem letzten Stream habe ich ein bisschen, in Anführungszeichen, offline weitergebaut. Hui. Ich zeige euch das gleich mal. Wir fangen mal an. Und die Tratze hat übrigens ihr Haus erweitert. Oh Gott, das sieht eigentlich gerade voll schön aus, ne? Oh, herrlich. Ja, also Tratze hat ihr Haus umgebaut komplett. Ich habe auch geringfügig mein Haus modifiziert. Also ich habe jetzt einen stärkeren Rauch in den Kamin gemacht. Und ich habe hier drinnen umgebaut. Hier oben hat sich eigentlich nichts getan. Hier allerdings war mal das Bücherregal und der Zaubertisch gestanden. Das ist jetzt komplett mal hier verschwunden. Weil dafür wollte ich einen eigenen Raum. Und jetzt sehe ich gerade, ich sollte mal was futtern. So. Also wenn die Lautstärke zu leise, zu laut sein sollte, egal ob es Spiel, ich oder Musik, einfach mal Bescheid sagen. So, ja. Ich hatte ja eigentlich mal vorgehabt, hier diesen versteckten Zugang zu bauen und das hat aber nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Vor allem nicht, dass ich von zwei Seiten einen Hebel bedienen kann. Also wurde jetzt einfach mal ganz klassisch ein normaler Keller hier ausgehoben. Und ja gut. Ich habe jetzt auch mal angefangen, die Sachen ein bisschen mehr zu sortieren. Nethergedöns, Edelsteine. Auch wenn manches nicht unbedingt ein Edelstein ist, ne? Ja. Tüdelülüp. Haben wir hier ein bisschen gebaut. Das ist der ehemalige alte Keller. Hier geht es auch noch weiter. Hier habe ich mal vorgehabt, möchte ich mir einen kleinen Stall oder so hinmachen, dass wir da vielleicht mit Pferd dann auch los können. Hier geht es nochmal. Oh, ein Geheimgang. Nur der so ein bisschen versteckt ist. Gut, nachts sieht man den durch die Fackeln, aber ist mir egal, muss sein. Weil letztens bin ich durch und auf einmal stand ein Creeper hinter mir. Ja, hier ist halt dann die Werkstatt entstanden. Und hier habe ich dann die Dings mit den Kolben und dem Redstone nochmal gemacht. Indem ich jetzt einfach über das Buch, über eine gewisse Seitenanzahl, mir dann den geheimen Weg hier öffne. Und hier unten ist dann unser Zaubertisch. Das sind Sachen, die ich besser eigentlich wegwerfen sollte, aber naja. Tränke, die wir alle bisher gefunden haben, Zauberbücher, bisschen Lapis. Und ja. Ich habe auch hier. Warte mal. Ey, Ohr juckt. Das Backpack habe ich modifiziert, da ja hier auf dem Server dieses Mindtinker aktiv ist. Also geht ein bisschen anders da wie mit dem Zaubertisch. Aber soll mir auch ganz recht sein. Habe ich mich auch ein bisschen reingearbeitet. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Warte. Tinker Modifier. Ohne S. So rum. Hier. Da gibt es dann halt die Liste, was man eben machen kann. Das, was normalerweise über Bücher geht, kann man jetzt hier eben craften, in Anführungszeichen, und dann über einen Amboss auf die Gegenstände legen. Zum Beispiel Autosmelt könnten wir uns craften, indem wir eine Lohnrute und 8 Öfen außenrum basteln. Dann haben wir einen verbesserten Ofen und den können wir dann mit dem jeweiligen Item kombinieren. Brutzel, brutzel. Dass eben die Eigenschaften dann hat. So wie zum Beispiel jetzt eben halt hier das Backpack. Es hat keine freien Slots mehr. Dafür hat es Explosionsschutz 2, Berserk 1, Tanky 1. Also dass ich hier unten sieht man es ja vergrößerte Lebensenergie habe. Bisschen mehr aushalte und Thorned, das war das gezackt. Also dass Gegner, die mich angreifen, selber Schaden nehmen.
Der Helm, der hatte noch nichts, weil da will ich echt noch gucken, dass ich einen habe mit mehr Modifiern. Ich wollte aber erstmal einen Diamant, weil die Plastik, die Lederkappen, die ich bisher habe, die waren irgendwie nicht so das Wahre. Die Hose hat auch Tanky und Explosionsschutz. Die Stiefel haben jetzt noch nichts, sind allerdings Level 3, den könnten wir auch noch was geben. Aber erstmal muss ich wieder paar XP sammeln. Hier haben wir zum Beispiel noch Lederstiefel, die haben Freezing. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber das soll wohl dafür sein, wenn ich über Wasser laufe, dass das Wasser gefriert, also ich nicht untergehe. Bleibt mal auszutesten. Hier, mein guter Bogen, mein Lieblingswerkzeug momentan eigentlich. Der hat noch zwei Slots frei, aber er hat Unendlichkeit, Lifesteal, also wir klauen den Lebensenergie, wir schießen Feuerpfeile, wir schießen Multishot, also immer zwei Pfeile auf einmal, verstärkt, also dass er nicht so schnell kaputt geht. Sharpness 3 hatte er schon. Macht jetzt für mich nicht unbedingt einen Sinn, aber gut. Und Wept 1. Wept 1 müsste ich jetzt gerade echt selber nochmal nachgucken. Wept. Ah, genau, er verlangsamt die Gegner. So war das. Das Schwert hat Self-Repair, Lifesteal hat es auch nochmal bekommen. Auch das Verlangsamen. Die Case Hardened Pick hat Haste und Reinforced. Aber hier, genau, Silke. Oh. Der guckt doch nicht etwa gerade zu. Bestimmt. Sonst wüsste es ja nicht. Ja, also Modifier, wunderbar, wenn sie dann noch mehr kriegen, soll es das recht sein. Genau, die Silke, so habe ich sie genannt. Eine Diamantspitzhacke. Die hat zwar noch jede Menge Slots frei, aber die habe ich rein nur für den Silk-Touch gemacht. Wenn wir mal dann Glas abbauen wollen oder so, das wird da einfach. Boah, ich merke gerade, dass meine Stimme irgendwie. Ja. Gut. So viel erstmal dazu. Bup, 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 bup. Ja, und hier habe ich mal angefangen, eben ein bisschen mehr zu sortieren, weil wir doch sehr viel an Steinen inzwischen haben. Also, zunächst würde ich mich, glaube ich, erstmal wirklich dem Stall dann widmen, dass wir da unten was ausbauen. Und wenn ich einen Stall habe, dann würde ich ein bisschen auf Tour gehen. Eben um einfach XP zu farmen und ein bisschen auch vielleicht wieder die Welt zu erkunden. Jetzt räume ich mir hier gleich alles ab. So. Gut. Gehen wir jetzt aber erst einmal schlafi schlafi, damit die Nacht vorbei ist. Gut. Die Erde lassen wir mal. Nee. Erde haben wir eigentlich viel zu viel. Plop, plop, plop. Kommt, die 5 nehmen wir mal mit. Den Bruchstein und das eben auch. Wir haben Eiche. Nein. Ein bisschen Sortierung muss sein. Alles sieht. Oh. So. Die Eiche, die werden wir brauchen. Aber ich habe auch noch schöne Schwarzeiche. So. Was werden wir jetzt alles brauchen? Also zum einen denke ich mal, brauche ich ein paar Treppenstufen gerade. Dann normale Stufen bzw. Slabs. Ich will nicht alles an Eiche immer verbraten. So, jetzt brauchen wir Zaun. Das war in der Mitte. Okay. Hoch. So, das sind 9. Komm. So, das reicht jetzt hoffentlich erstmal. Bop, 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 bop. Halt. Habe ich noch einmal?
Wahrscheinlich, nee, keine leeren, da ist jetzt überall Milch drin. Aber der Kessel muss mit als Dreh. Guck mal da, jede Menge Stufen noch. Oh, die Gitter könnten wir auch mal mitnehmen. Glas jetzt eher nicht. Ah. Okay, das war Kram, den ich noch, mit dem ich noch experimentieren wollte. So. Bäumchen, du musst da noch weg. Du nimmst mir ehrlich gesagt gerade Platz weg. So. Dann könnten wir nämlich hier. Nee, nee, nee. So. Hier nehme ich einen Stall erstmal dann hin. Schwung. Okay. Ich glaube, ich muss doch ein bisschen mehr Zäune dann bauen. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof. Da muss dann doppeltes Tor rein eigentlich. Ja, statt den Fackeln kommen dann auf jeden Fall Laternen hin. Blub, blub. Weißt was, dann machen wir dann echt. Huch. Das machen wir echt anders. Ich setze jetzt eins rüber, damit ich mittig ein Tor hinsetzen kann. Brauche ich jetzt noch einmal eine Stufe. So. Le Zaun. So, dann haben wir nämlich da auch zu. Da kommt man an sich so eigentlich nicht rein jetzt. Dazu. Hier auch den Durchgang gleich gescheit. So. Okay. Pferdchen bekommt dann da noch eine Tränke auf jeden Fall mal hin. Hallo? Von hier müssten wir dann eigentlich. Okay, ich brauche auf jeden Fall nochmal Zaun. Weil hier brauche ich nur einen normalen Durchgang. Versteckter Knopf. Habe ich da irgendwie.
Und die können da auch mit dazu. Jetzt sind die alle beisammen. Laternen kommen mit. Tierzubehör, Sattel. Ja, das kann eigentlich. Ja, gut, das kann eigentlich hier bleiben. Bis wir dann ein Pferd haben. So. Nee, Stein wollte ich nicht. Da. Zwei Strohballen müssen mit. Dass da auch noch was aussieht. Brauchen auf jeden Fall dann Wasser. So. Dass wir die Tränke dann unten auch füllen können. Und Zaun wollte ich noch machen. Es gibt immer nur einen. Weil ich brauche insgesamt drei. So. Tipp, 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 tipp. Kriegt Pferdchen hier ein bisschen Stroh hin. Das. So, dann haben wir das hier so. Und jetzt kann ich nämlich auch Laternen dahin hängen. Soll ja ein bisschen schön sein hier. So. Plop, plop, plop. Und das muss eigentlich auch weg. Das darf keine Erde drin sein. Soll ein bisschen nach was aussehen. So, wir nehmen aber keinen normalen Cobblestone dann dafür. Also, ich fange jetzt aber auch schon an, die Begriffe in Englisch dann zu sagen. Oben. So. Man hier an der Sit, du kommst weg. Bruchsteine kommen weg. Granit kommt weg. Die Erde. So. Ich glaube, ich hätte doch noch mehr mitnehmen müssen, ne? Ach, Quatsch. Da. So. Mist. Ich muss noch mehr machen. Das reicht sonst nicht. Aber gut. Ja, das sieht schon besser aus wie der komische blanke Stein hier. Ich weiß nicht, wie sie sich lassen oder... Da unten drunter kann man das natürlich nicht machen, ne?
So. Gut, ist halt so. Licht. Brauchen weiteres Licht hier. Nee, nicht das. Wo sind sie denn? Da. So. Können die eigentlich hier weg? Nur, dass da unten auch noch beleuchtet ist. Ich sehe es kommen, dass ich hier den Raum echt noch komplett ausbauen werde irgendwann. So, durch ein einzelnes Türchen kann das Pferd nicht abhauen. Hier vorne haben wir zwei, dass wir dann raus können, wenn wir auf dem Pferd sitzen. Drei hoch sollte auch reichen, dass wir hier durchkommen. Abgesehen vom Absteigen. Mist, ich habe die falschen Teile abgebaut. Ja, das wird schon schief gehen. Notfalls kommt, erhöhe ich das halt irgendwie nochmal. So, ich brauche die Ziegelsteine. Ja, komm hier, da habe ich noch rissige. Die können wir auch nehmen. So. So. Okay. Ja, kann ich mitleben. Soll ich da unten vielleicht dann auch? Ah, es geht jetzt erst wieder, wenn... Okay. Ja, doch, das sieht besser aus mit dem Zaun. Da vorne ist okay, aber hier innen drin sieht das doof aus. Sonst mit dem Gras. Handy. Okay. So. Ja, da haben wir mal diesen Tunnel zur Tratze drüber gebaut. Puh. Okay. Das kommt alles hoch. So. Jetzt müssen wir erst wieder hier sortieren. Ein Stock haben wir da noch. Eiche, das. Die Gemüsekiste hier. Oh Gott, das muss ich eigentlich auch noch alles umsortieren. Da ist auch noch Schleim. Schön. Falsche Kiste. Bruchstein. Dum. Das sieht. Ich muss bald echt anfangen, auch wieder die anderen Kisten da zu machen, ne? So. Steinziegel. Die Keramik muss hier raus. Ich brauche Platz für Erde. Nein, dieses Autosortieren jedes Mal, wenn ich zu schnell klicke. Ich muss das mal irgendwie deaktivieren.
Weil das bleibt einfach nur die Gemüsekiste. So, Schleimball. Da, guck mal. Irgendwas konnte ich dann. Irgendeinen Modifier konnte ich damit wieder bauen. Ein Lava-Eimer. Ich weiß nicht. Der kommt man vielleicht besser nach unten. Kies. Kies. Stein. Stein. Bruchstein. Theorit. Granit. Haben wir hier oben. Ziel. Hier kommt mal die komische Keramik noch mit dazu. Der habe ich bisher echt noch nichts anfangen können. Das muss dann wieder raus. Nom nom. Das so, so. Und dann fällt mir ein, habe ich noch was im Rucksack? Milch. Ist okay. Also da haben wir die Eimer jetzt auf jeden Fall einstecken. Die Lederstiefel lasse ich einfach mal da. Der kommt noch mit. So, da darfst du dich von mir aus jetzt sortieren. Ha. Okay. Wartet mal. Bin gleich wieder da. Muss gerade immer nur mal ein bisschen noch ein Ohr auf die Waschmaschine haben. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen auch auf die Jagd. Du kriegst einen goldenen dann Pferdchen. Namensschild machen wir, wenn es dann da ist. Pfeile haben wir. Eisengitter, ich weiß jetzt gar nicht. Kann ich da noch irgendwo vielleicht sinnvoll welche verwenden? In Anführungszeichen sinnvoll. Sieht einfach hübsch aus. So. Hier vorne jetzt in dem Teil. Oh. Oh, ich muss meine Spitzhacke dann auch mal wieder reparieren, sehe ich gerade. Falls hier dann Besuch kommt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit mein Claim nämlich eigentlich gerade geht. Hier unten. Aber ich meine, dass das auf jeden Fall bis hierhin abgedeckt müsste. Sonst hätte ich ja eine Warnung gekriegt. So. Bum, bum. Okay. Es sieht jetzt halt einfach ein bisschen besser aus. Kommt wahrscheinlich eh noch was anderes wieder, also Gegenstände, kommt, das kommt hier mit rein. So. Nom nom haben wir, ich muss meine Spitzhacke reparieren. Dank mein Tinker geht das hier, oder nach dem Server geht das hier alles großartig ohne Amboss. Gefällt mir gut. Jo. Gehen wir mal nach dem Pferdchen suchen für uns. Oh, warte, da fällt mir ein. Pustekuchen. Ich muss den Weg noch machen. Ich muss den Weg noch machen. Es bringt nichts.
Und hier die Richtung ist relativ. Das da unten könnte man eigentlich auch zuschütten, würde ich so fast behaupten. Hier. So. Gut. Weil hier. Ja, ich weiß, da können andere Leute bauen. Mit welcher Taste hat man das eigentlich gemacht, dass das automatisch hier? So. Warum kannst du eigentlich nicht? Na gut, das funktioniert. Oder? Doch, warte. So. Meine, es ist jetzt nichts. Weltbewegendes hier. Dass ich Angst haben müsste, dass mir hier einer was wegbaut. Mann! So. Wupp, wupp, wupp. Da ist ein Loch. Machen wir mal zu. So. Ich hätte hier wenigstens ganz gern eben ein Treppchen. Baum. Dich habe ich wahrscheinlich sowieso selber angepflanzt. Hier einfach ein bisschen einen gescheiten Weg dann kriegen. So. Okay. Hat so ein bisschen. So, dann machen wir hier auch noch ein paar Steine. What the fuck? Gott! Jetzt hab ich mich selber voll erschrocken. The fuck? Wo ist meine Notification? Da ist meine Notification. Ey, der scheiß Chat wurde voll ausgeblendet. Das Ding hat sich gerade nicht aktualisiert. Kromos, hi und Talk to the Hoof, hi. Und ey, sorry, ich hab. Das ist voll an mir vorbeigegangen, weil OBS irgendwie im Hintergrund gelaufen ist. Teschi, danke. Erste Spende heute. Mein Gott.
Ah, Mann, das ist doch nervig gerade. Warum hat er das denn? Warum hat das scheiß OBS jetzt das ausgeblendet gehabt? Ja, weil es. Okay. Sobald ich gerade nämlich aus dem OBS rausgehe, warum macht er das denn? Mau, ja. Nee, sorry. Zur linken Seite einen Fleck unterm Auge. Ja, hab ich. So, weil das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Ich sehe zwar meine Vorschau, aber der Chat läuft dann nicht weiter. The fuck? Katzi, yay! Dankeschön! Ärger, ja. Ja. Jetzt muss ich echt gerade mal gucken, warum das. Wartet. Ich. Bevor ich jetzt hier aber rumprobiere, ich gehe erstmal irgendwo hin, wo mir nichts passieren kann. Gibt's doch nicht, Mann. Ich dachte nämlich auch noch so, hä, es ist so leise im Chat, irgendwie nichts los. Warum aber? Warte mal, so, blenden wir aus, blenden wir ein. Das kann ich doch bestimmt. Allgemein. Ausgabe andocken. Das hat er nämlich vorher noch nie gemacht. Ich habe ja immer alles schön sehen können. Weil eigentlich sollte das ja immer im Vordergrund dann bleiben. Nee, sobald ich wieder in Minecraft hier rein switche, sehe ich nämlich, dass der Lifetimer gar nicht mitläuft. Warum? Warum macht's das jetzt auf einmal nicht mehr? Ich probiere das gerade mal, indem ich Minecraft einfach mal neu starte. Ob das vielleicht hilft? Einfach mal ausprobieren gerade. Also jetzt läuft übrigens der Timer noch weiter. Ich sehe, dass es. Also anscheinend lag das jetzt irgendwie an der Reihenfolge, wie ich vorhin Minecraft und OBS geöffnet habe. Jetzt läuft auf jeden Fall der Live-Ticker-Timer weiter. Und theoretisch sollte ich jetzt auch weiter wieder sehen, wenn jemand im Chat was schreibt. Warum auch immer das jetzt so war. Wie gesagt, normalerweise macht es das gar nicht. Oh, schreibt mal jemand was. Nee, und jetzt freest es wieder. Hä? Möp? Was? Ja, super. Was ist denn das jetzt auf einmal hier? Und jetzt ist Minecraft abgeschmiert. Hä? Das kapiere ich jetzt gerade nicht so ganz. Aber beim letzten Mal mit Ding funktionierte das ja auch. Ich guck mal gerade eben. Ich glaube, ich. Das machen wir. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Machen wir das auch mal zu hier. Ich weiß nämlich jetzt echt nicht, woran das liegt. Aber sonst ging es ja auch immer.
So. Das würde mich jetzt doch extrem wundern, dass wenn auf einmal sich OBS und Minecraft nicht mehr vertragen. Nee, sobald ich jetzt in-game bin, freest OBS und hängt hinterher mit der Anzeige. Jetzt bin ich wieder da. Sobald ich wieder reingehe, sehe ich es wieder nicht. Das ist aber sehr kurios gerade. Hallo Nero. Mein Gott. Schön. Jetzt muss ich gerade hier nochmal gucken. Warum es das denn nicht macht? Gute Frage gerade, ehrlich gesagt, weil... Das ist ein bisschen doof. Aber ich kann mal eins probieren. Wartet mal. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich guck mal kurz. Finden wir da zufällig was? Recording for Frozen. Schaut mal einer an. Ja, da sagst du es. Ja, das vermute ich auch fast. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich hier Streaming Minecraft Freeze. Ja. Okay, Das Problem haben anscheinend schon andere gehabt. Ja, ich glaube, das werde ich dann fast wahrscheinlich gleich echt mal kurz ausprobieren. Also, wir werden leider den Stream ganz kurz nochmal beenden müssen. Ich mache das dann alles nochmal frisch, fahre den nochmal einmal hoch und dann sehen wir uns gleich wieder.